Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Es ist Freitag, der 11.03.2022. So, das heißt, wir beginnen mit dem klassischen Chart rechts. Das sind die Blue Boxen. Wir sind bei 13.500, 13.4. Klassisch. Den Big Number Trade starten wir erst um 9:03 Uhr. Wir sind aktuell in einem Box Trade drinne. Und zwar ist es hier der MTX Trade, den wir traden, sogar mit etwas höherem Risiko. Das Gewinnziel hier liegt bei 58 MTX. Also ein Short-Signal um 8:20 Uhr und wir kommen hier ein Tickchen besser rein. Wo kommen die Vola-Boxen rein? Auch das schauen wir uns mal an. Vola-Box kommt rein bei 13.383, ist aktuell 13.383, also ein Stückchen tiefer. Ein Stückchen ist gut, also fast 100 Punkte tiefer. Wir haben heute Morgen kein Gap und wir sehen, unser erster Box Trade für heute Morgen läuft. Wir brauchen aber einen etwas tieferen Kurs hier. Bei 59 steigen wir dann auf 0,02. Also fehlt noch ein paar Punkte. In der Parallelzeit gucken wir uns den Wetterbericht mal an. Fangen an oben mit dem DAX. Auf Daily Vorlage, Zickzacklinie. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 wieder Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also hier wieder nach dem vorgestrigen Aufbäumen wieder in Richtung Süden. Nächster Markt, den wir haben hier, ist Gold. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Öl. Daily Long. Ich habe Öl heute Morgen rausgenommen. Also für die diesen Öltrade verfolgen, was ich denn so mache, ja, hat nichts mit unseren Strategien zu tun. Ich habe zwei Öltrades oben reingenommen, weil wir ja einen großen Verlust aufgrund des Öltrades haben. Da habe ich hier oben reingelegt. Die habe ich zum Wochenende geschlossen. Das Risiko ist zu groß und Safety First zum Wochenende habe ich die Ölposition wieder geschlossen und dann schauen wir Montag, ob wir da wieder einen guten Kurs reinkriegen. Also Öl Daily Long, 4 Stunden Short, 30 Short, Stunde Short, 30 Short, 15 sind wir, ups, wieder Long und 5 Minuten auch Long. Technologiebörse Nasdaq. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Long. 30 Long. 15 Long. Und 5 Minuten auch Long. Nächster Markt ist dann S&P 500. Parallel dazu einmal ganz kurz für alle YouTuber: Wir sind aus dem ersten Trade mit der Box MTX raus. Und das war also der Eröffnungstrade. Wir machen kurz weiter, damit wir zum Wochenende dann nochmal auf alle Märkte schauen. Aber für unser Videotagebuch ist das der erste Box-Trade heute gewesen. Also auf den YouTubern: Wir haben den Tagestrade hier, den MTX-Trade nach Hause gebracht. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter und dann bis Montag. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig.
Aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken. Also habt Erbarmen mit mir, wünsche euch gute Trades, bleibt gesund.